Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu F1 2019 in der Karriere. Es ist endlich soweit, wir dürfen endlich die Karriere von F1 2019 spielen. Und nach den kurzen technischen Problemen, die ich aber dank dem lieben Statalius jetzt gelöst habe, so fürs Erste, können wir jetzt doch spielen. Es lag daran quasi, dass es hat von Steam ausgeschaltet werden soll fürs Spiel aktuell. Und bei mir hat es geholfen, dann auf DirectX 11 das Spiel zu starten. Dann funktioniert es, dann schmiert es auch nicht ab. Und ja, das heißt, wir können jetzt gleich in die Karriere starten. Ich weiß noch nicht, welches Team ich auswähle, aber ich lasse mich da jetzt erstmal überraschen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in die Karriere. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Cutscene kommt. Darum werde ich dann erstmal die Klappe halten. In F1 2019 startest du deine Karriere mit der Wahl eines Formel-2-Teams. Für dieses Team zu fahren, lässt dich die besonderen Momente einer Formel-2-Saison erleben. Eine eigenständige Rennsportmeisterschaft voller Nervenkitzel und das Sprungbrett in die Formel 1. Am Ende dieser Nachwuchsserie bestimmt deine Wahl der Fahrerschmiede und deine Leistung in der F2 die Bedingungen für einen Vertrag mit einem Team der Formel 1. Mit dem Aufstieg in die Königsklasse schreibst du dein eigenes Kapitel in der Motorsportgeschichte. Ja, da habt ihr es gehört. Wir werden erstmal in einem Formel-2-Team starten. Wir haben einige Teams zur Auswahl, wovon ich leider die wenigsten kenne. Also ART sagt mir schon was, Prema natürlich, BWT Aden auch noch was. Trident sagt mir jetzt aktuell nicht wirklich was und die anderen sagen mir jetzt auch nicht unbedingt was. Da ich aber schon so einen gewissen Weg weiß, den ich nehmen möchte, werde ich mich für das Prema-Team entscheiden. Denn eines Tages möchte ich bei Ferrari fahren, denn wir werden diesmal zwei Saisons fahren in der Karriere. Ich werde jetzt erstmal die GP2 halt, die wird auch relativ kurz sein. Dann wechseln wir zu einem Team, das, zu einem der beiden am besten, glaube ich. Die Fahrerschmiede, denn ja, wir wollen halt irgendwann bei Ferrari landen. Wir könnten auch keine Fahrerschmiede auswählen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch die Fahrerschmiede hier. Ich muss natürlich dann noch überlegen, ob ich dann bei Alfa Romeo oder bei Haas starte. Ich glaube, könnte sogar sein, dass ich bei Alfa Romeo erstmal starten werde. Aber das werden wir uns dann anschauen. Ich werde erstmal die KI-Fahrerstufe auf 90% einstellen. Denn, was ich gehört habe, soll es wohl echt verdammt schwer sein, die GP2 zu fahren. Qualifying kann ich jetzt erstmal ruhig auf Blitz-Qualifying stellen. Ich glaube, das ist nämlich nur für die GP2. Das können wir, glaube ich, nachher immer noch ändern. Einführungsrunde kann ruhig an, Renndistanz 25% passt auch. Zeitbegrenzung für Interviews, das kann man einstellen, das ist sehr gut. Zeitbegrenzung finde ich nämlich nervig bei sowas. Safety Car kann ruhig an, Autoschaden, Simulation, Parkfahr mehr an. Strenge bei Kurvenschneiden, regulär passt auch. Fahrhilfen hatte ich eben schon eingestellt, soweit. Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal in die GP2-Saison. Devin Butler und Lucas Weber. Ja, das sind unsere Rivalen quasi in der GP2. Ja, und wir werden jetzt mal das erste Event dann hier fahren. Ein neuer Prema-Fahrer bestimmt hier das Rennen. Devin Butler folgt dicht dahinter. Die beiden haben sich in den frühen Entscheidungen dieser Meisterschaft wirklich nichts geschenkt. Da ist etwas schiefgelaufen. Butler sieht seine Chance. Vielleicht ein mechanischer Defekt?
Das Auto wird wieder schneller. Die Ursache des Problems ist unklar. Werden Sie das Rennen so noch zu Ende fahren können? Sieht nach einem Problem mit dem Turbo aus. Du hast etwas an Höchstgeschwindigkeit verloren. Aber du bist kurz vor dem Ziel. Du kannst noch mithalten und ein paar Punkte holen. Gib nicht auf, gib einfach dein Bestes. Wir stehen alle hinter dir. Okay, ja, das ist ein interessanter Start in die GP2. Direkt mal mit einem defekten Auto. Alter, die Bremsen aber echt komisch, die GP2. Dein Teamkollege nähert sich und möchte vorbei. Wiederhole, Lukas will dich überholen. Soll er doch gerne gleich machen. Auf Start und Ziel hat er die beste Möglichkeit dazu. Vor allem, wenn mir doch eh Höchstgeschwindigkeit fehlt, ist er doch eh viel schneller. Dein Teamkollege möchte dich überholen. Ich weiß, dass du keine Position abgeben willst, aber er hat mit Turbo bessere Chancen als du. Er kann nach vorne kommen. Wenn du aufhältst, könnte das einen Punktverlust für das Team bedeuten. Ja, er fährt doch vorbei. Was willst du eigentlich? Ist alles easy. Das ist toll. Lukas kann jetzt weiter angreifen. Wow. Okay, auf dem Curb muss man definitiv aufpassen. Ich weiß, dass es frustrierend ist, aber du hast die richtige Entscheidung für das Team getroffen. Wir stehen alle hinter dir. Gib dein Bestes bis ins Ziel. Also man muss sagen, das Fahrverhalten der Autos ist aktuell noch ein bisschen... Aber gut, ich weiß, dass das Fahrverhalten generell sich ein bisschen verändert hat. Ich bin mit Sidi und Statalus mal eine Runde so gefahren, nicht GP2, sondern mit den Formel 1 Autos, aber mit den quasi den Teams, die man sich erstellen kann. Alter, jetzt werde ich hier auch noch gedrückt und der Flügel wird mir kaputt gemacht. Danke. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Du blöder Giotto. Hätte mir da einfach in den Flügel, ey. Aber ich muss sagen, die GP2s fühlen sich aktuell ein bisschen unbequem an. Ich komme hier auch nicht vernünftig um die Kurve. Und ich habe das Gefühl, die Autos schlingeln auch echt ganz schön. Gut, natürlich dann auch noch mit einem Auto, was nicht die Performance hat, die es haben soll. Das kann ich jetzt aktuell noch nicht mal wirklich einschätzen, wie sich das Auto fahren würde. Gut, es ist jetzt nur der Turbo, der ausgefallen ist, aber ich weiß nicht, inwieweit das auch das Fahrverhalten des Fahrzeugs damit beeinflusst. Das fühlt sich nicht schön an, muss ich sagen. Also da habe ich mir eigentlich erhofft, dass die GP2s sich ein bisschen geiler anfühlen. Aber ich bin auch noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit den Einstellungen vom Lenkrad, muss ich sagen. Ich habe jetzt die von F1 2018 übernommen, aber ich glaube, ich muss noch ein paar Kleinigkeiten leicht abändern. Dann könnte es ganz gut hinhauen. Okay, der Markus Weber, der fährt da vorne echt um einiges schneller als ich. Ich komme aber echt mit dem Auto hier nicht so ganz klar. Die sind echt nicht einfach zu fahren. Alter Falter, ey. Aber ich finde es zumindest cool, dass sie das eingefügt haben jetzt mit der GP2. Ja, und Russell ist Fünfter, das heißt, unser Teamkollege ist zumindest an Russell schon mal vorbeigekommen. Der ja auch in der Formel 1 mittlerweile fährt, seit dieser Saison. Denn die Form GP2, die wir hier fahren, das ist die Saison der 2018er. Das ist also nicht die aktuelle, wo dann auch Mick Schumacher dabei ist bei Prema. Deswegen, da haben wir aktuell die 2018er, aber die sollen nachgereicht werden, die 2019er. Also zumindest hatte das Codemasters so gesagt.
Und ich bin gespannt. Ja, mal gucken, wie das wird. Ich werde auf jeden Fall mit CD und Statalus, hatten wir vor, erstmal eine GP2-Meisterschaft, eine kleine, zu fahren. Vielleicht nicht unbedingt alle Strecken, die man hat, sondern vielleicht nur so eine kleine Auswahl. Und dass wir dann auf die Formel 1 Boliden wechseln. Aber das müssen wir nochmal genauer uns bequatschen. Aber ihr habt ja auch noch die Karriere bei mir. Das heißt also, mit F1 2019, da habt ihr auf jeden Fall einiges, was ihr so euch angucken könnt. Devin Butler hat gewonnen, okay. Das war der Rivale eben aus der Cutscene, der uns da überholt hat. Das heißt, wir waren wirklich in Führung. Und wir haben zumindest diesen sechsten Platz noch irgendwie ins Ziel gerettet. Immerhin. Gut gemacht, tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Naja, verbessert habe ich mich jetzt nicht. Ich habe den Platz gehalten. Oh gut. Das hatte sich schon länger angekündigt. Was für ein herausragender Sieg für Dams. Davide, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich denke, er hat das Rennen gewonnen, weil er sich anpassen konnte. Zu jedem Zeitpunkt hat er getan, was erforderlich war. Er war besonnen und beständig, wenn es nötig war, aber schonungslos und aggressiv, wenn es verlangt wurde. Es gab heute nichts da draußen, mit dem er nicht fertig geworden wäre. Diese Anpassungsfähigkeit wird ihm noch gute Dienste erweisen, wenn er sie in dieser Saison beibehalten kann. Ich sehe, dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine grandiose Mannschaftsleistung und das Ergebnis harter Arbeit. Dams holt sich heute den Sieg. Ja, und was auch neu ist, ihr seht es ja hier, die Cutscenes wurden abgeändert vom Podium. Es gibt auch andere Pokale. Ja, sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Devin Butler, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Also, Davide Balsecchi, wer war für dich der Fahrer des Tages? Nach so einem Rennen ist es natürlich Alessio Lorandi, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Und so sieht es in der Teammeisterschaft aus. Dams hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Machen Sie es gut. Okay, ja, machen Sie es gut, sagt er. Okay, jetzt geht's wieder um die Presse. Das ist eigentlich, wie wir es auch vom letzten Mal kennen. Habe die Presse auf deiner Seite. Von daher. Da bist du ja. Das war ein aufregendes Rennen. Es hat dich auf jeden Fall ins Gespräch gebracht. Ich konnte dir ein Interview klar machen. Okay, wir sind bereit hier drüben. Einen Augenblick. Denk dran, alles, was du zur Presse sagst, kann sehr, sehr öffentlich werden. Also, sei entspannt, aber achte auch darauf, was du sagst und wie es andere aufnehmen könnten, okay? Wir sind bereit. Super. Emma sagt ständig, auf sie sollte man diese Saison ein Auge haben. Wenn das stimmt, werden sie sowas wie hier noch häufiger tun. Denken sie daran, sie selbst zu sein. Und je mehr sie mir zuspielen, desto besser wird es laufen. Gut, stehen Sie hier. Ein bisschen mehr in diese Richtung. Perfekt. Bereit? Ein aufregendes Rennen heute. Wie denken Sie darüber? Das ist Ihr drittes Wochenende mit Lucas. Haben Sie sich eingewöhnt? Ja, komm, wir tun unseren Teamkollegen mal loben. Haben Sie sich gefühlt, als Sie angewiesen wurden, Ihre Position an Lucas abzugeben? Gehen wir mal ein bisschen auf Fairness. Klasse, das war dann alles. Müssen wir eben mal gucken, wie die Teams so gestrickt sind, wer was haben will. Dann kann man das immer noch ändern im Nachhinein in Richtung Selbstdarstellung oder doch bei Fairness. Hey, also, ich weiß, dass es nicht leicht war, mich vorbeizulassen, aber es war richtig. Du bist gut gefahren. Ja, ja, so würde ich es auch beschreiben. Nur gut, nicht großartig. Einer von sechs. Einer von sechs kommt in die Formel 1. Die anderen fünf lassen sich von ihren Teamkameraden die Punkte stehlen. Echt schade.
Viele Fahrer bekommen keine Chance, weil sie für das Team fahren. Diese Teams haben uns hergebracht. Ja, aber die Fahrer tragen das Risiko. Wir sollten dafür belohnt werden. Willst du in die Formel 1? So denken Gewinner. Ich komme nicht drauf. Wie viele Rennen hast du gewonnen? Jetzt pass gut auf. Am Ende dieser Meisterschaft werde ich die Trophäe in den Händen halten und das ohne Teamkollegen auszunutzen, um den Sieg zu stehlen. Okay, ich bin raus. Glaub, was du willst, Devin. Aber die Saison ist noch jung. Entweder ist er sehr schlau oder du ein Schwächling. Glaubst du wirklich, dass er dasselbe auch für dich tun würde? Nein. Pass besser auf dich selbst auf. Macht sonst keiner. Das sind ja zwei Typen, ey. Das kann was werden. Wenn wir mit denen eine ganze Saison hätten. Uff. Wenn ihr euch übrigens wundert, wenn hier keine Musik ist, die Musik habe ich ausgeschaltet, denn ja, wegen Copyright und so, ne? Allerdings finde ich es lustig, dass auch kein Sound von den Autos ist. Also das sollte eigentlich schon da sein, meiner Meinung nach. Das muss man gesehen haben. Devin Butler liefert sich ein Rad-an-Rad-Rennen mit seinen Meisterschaftsrivalen. Niemand will den anderen vorbeilassen. Es gab einen Kontakt. Butler ließ seinem Gegner keine Wahl. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. Da, ein deutlicher Schaden. Ja, cool, wir haben keine Nase. Ich bin mir nicht sicher, ob das rücksichtslos oder einfach nur aggressiver. Jedenfalls werden die Rennmarschalls bald etwas zu sagen haben. Ja, und unser Rennen hat er damit auch noch zerstört. Ja, super geil. Gib nicht auf, du bist noch im Rennen. Gucken, ob wir überhaupt noch Punkte reinholen können. Aber so ganz fühle ich mich bei den Autos noch nicht wohl. Eine Stop-and-Go-Strafe von 5 Sekunden verhängt. Greif weiter an, du kannst ihn noch einholen. Du kannst ihn schlagen. Naja, ob man das noch schafft, je nachdem auf welcher Position der ist. Wir sind auf Position 11, also ich glaube nicht, dass wir da so viel reißen können. Sei denn, er muss wirklich die Stop-and-Go-Strafe absitzen. Devin kommt in die Boxengasse. Okay, der holt sich also gerade wirklich die Stop-and-Go-Strafe. Aber wenn er jetzt in die Boxengasse schon gekommen ist, das wird schwierig. Kann man eigentlich hier auch das Benzin hochschrauben? Ne, kann man nicht. P7, ja, wir sind auf P11, also da sind wir weit entfernt von. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,3 Sekunden. Jetzt mal ein bisschen weit rausgekommen. Aber immer fahren auf den Supersoft-Reifen. Dadurch können wir vielleicht wirklich ein bisschen pushen. Ich muss sagen, die Bremsen gefallen mir von dem Auto gerade überhaupt nicht. Ich muss ein bisschen früher bremsen als sonst eigentlich. Bin ich von den Formel 1 Autos eigentlich nicht gewohnt. Devin ist auf P8. Ja, immerhin verliert er auch noch Position. Aber der ist halt doch relativ weit weg. Also es sind noch zwei Autos, die ja, uns da noch leider ziemlich viel Platz zwischenhalten. Also den 10. den kriege ich auf jeden Fall, das ist klar. Aber der 9. der wird schon schwierig überhaupt. Ich weiß gar nicht, haben die Autos DRS? Ja, haben sie. Kommen wir wenigstens an dem schon mal leicht vorbei. Devin liegt ein paar Plätze vor dir. Ach echt? Der hat ja auch keinen Flügelwechsel, ne? Wow, jetzt kommt der mit DRS natürlich leicht vorbei.
sagen, die GP2 ist echt hart. Ist gar nicht so einfach. Das habe ich mir wirklich einfacher vorgestellt. Oh gut, sie mussten natürlich auch im Schwierigkeitsgrad vielleicht ein bisschen was tun noch. Also zumindest, dass der Übergang nicht so übel ist. Weil ich sag mal, wenn man teilweise auf 90 gefahren ist, da war der Abstand zu 100 schon extrem. Wenn man dann natürlich dann über die 100% gegangen ist, das waren dann nochmal 20 Klassen höher quasi. Ich würde halt echt gern sowas wie Benzinmanagement hier machen. Also ein bisschen fett fahren, um hier Vollgas zu geben. Gucken, ob wir Russell noch kriegen. Aktuell haben wir nur noch 2 Runden und die Runden sind leider nicht sehr lang hier. ...3,5 Sekunden haben wir aktuell Rückstand. Devin ist auf P8. Ja, der ist immer noch auf P8, okay. Immerhin. Es wird schwierig, überhaupt noch an Russell dran zu kommen, obwohl der kommt gerade näher an Butler dran. An den Deppen, der uns den Flügel abgefahren hat. Und wir kommen auch näher an Russell. Jetzt sind es nämlich nur noch 2,7. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wie oft willst du mir das noch sagen, Jeff? 2,3 und wir haben noch 2 Runden. Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Einige Sekunden, ja, nee, ist klar. Aber ich bin hier natürlich auch mal wieder rausgeflogen aus der Kurve. Das ist auch nicht so geil. Ja, es ist nicht ganz so einfach zu fahren, muss ich sagen, die GP2 gerade. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die Unterschiede zwischen den Fahrzeugen ist. Ob es da auch große Unterschiede gibt. Das kann ich euch leider nicht sagen. Devin ist auf P8. Sag mal, wie oft willst du mir das eigentlich noch sagen, Jeff? Aber ich fürchte, mir gehen leider die Runden aus, ist das Problem. Die Runde ist so viel verloren gerade. Also im zweiten Sektor. Aber ich bin leider nicht in dem Sekundenfenster. Das wäre noch besser. Dann könnte ich jetzt mit DRS angreifen. Ja gut, aber die Schikane leicht abgekürzt. Das war nicht geplant. Also es wird echt eng. Upala. Da haben wir einen Schaden. Das war jetzt mal richtig kacke von mir. Da war ich ein bisschen übereifrig. Aber wir könnten dadurch an Butler vorbeikommen. Der uns ja eben hier den Flügelschaden zugesetzt hat, beziehungsweise den ganzen Flügel abgerissen hat. Merke ich schon, dass ich den Flügel da zerdeppert habe. Es könnte sein, dass er mich wieder kriegt. Weil der hat ja einen intakten Flügel. Der kommt hier natürlich gleich viel schneller durch. Ich komme ja weit raus. Aber wir schaffen es vor Butler. Puh. Alter Schwede. Hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Großartige Leistung heute von Carlin.
Was für ein überzeugender Sieg. Also, Davide, was ist deine Erklärung dafür? Das war ja eine Achterbahnfahrt. Glückwünsche sind absolut angebracht. Das war ein spektakuläres Rennen und eine fantastische Fahrleistung des Siegers. Aber es wird sicher auch viel Beifall für den heutigen Außenseiter geben. Erstaunlich, dass Devin Butler nur eine Strafe für diese Kollision erhalten hat. Aber dass sein Rivale, den er hinausbefördert hat, wieder zurückkommt und ihn schlägt, das hat das ganze Rennen für mich interessant gemacht. Und hier sind sie, die Gewinner von heute. Das Carlin-Team hat einige der größten Namen in der Formel 1 hervorgebracht. Und heute haben sie wieder ihre Kompetenz bei der Rekrutierung neuer Talente bewiesen. Die Sieger von heute haben gewiss eine glänzende Zukunft vor sich. Und nach der heutigen Leistung haben sie diese mit Sicherheit verdient. Ja, der gute Lando Norris, der ja bei McLaren fährt, der hat hier jetzt das Rennen gewonnen. Dann sehen wir uns einmal an, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Fahrermeisterschaft hat. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Jetzt würde ich gern von dir wissen, Davide Pasecki, wer dein Fahrer des Tages war. Maximilian Günther. Egal wo oder für welches Team er fährt, wann ist er nicht großartig? Er sorgt immer für außergewöhnliche Leistungen. Das hat er heute gezeigt. Und weiter zu den anderen Teams. Wir haben heute einen Formabfall der Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch das Team von Russian Time hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Aber die Punkte sind hier auch ein bisschen komisch. Also bis Platz 7 kann ich es ja noch verstehen, aber Platz 8 kriegt auch noch 6 Punkte, so wie Platz 7. Also ich habe eigentlich eher im Gedächtnis dann nur 4 Punkte oder so, aber 6 Punkte finde ich schon komisch, aber gut, soll wohl so sein. Das war wohl Pech da draußen. Sprechen wir darüber. Ja, Pech, dass der mir vor die Karre gefahren ist. Devin hat sie erheblich Zeit gekostet. Sind Sie enttäuscht vom Endergebnis? Hätten Sie je gedacht, dass Sie den Platz von Devin zurückerobern könnten? Erstmal Salz in die Wunde. Sie und Lukas haben in letzter Zeit viele Punkte gesammelt. Wie schätzen Sie Ihre Chancen in der Meisterschaft ein? Ja, das muss jetzt sein. Das muss sein. Klasse, das war dann alles. Bisschen Selbstdarstellung brauchen wir immer mal. Bin ich mal auf die nächste Cutscene gespannt. Dich habe ich gesucht. Tja, was soll ich sagen? Ich denke, ich werde wohl nicht drum rumkommen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dir denselben Respekt gezollt habe wie allen Fahrern. Denn du verdienst ihn nicht, keiner von euch beiden. So zu fahren war das Allerletzte. Lächerlich. Ja, genau, lächerlich. Ich fahre auf meiner Linie und jemand rammt mich. Mir geht's übrigens gut, danke. Und dann kriege ich auch noch eine Strafe. Unglaublich. Jede Sekunde dieser Strafe war verdient. Nicht nur, dass du sein Auto geschrottet hast. Jemand hätte ernsthaft verletzt werden können. Ja, ich. Gut, aber gewinnen um jeden Preis ist deine Strategie, nicht unsere. Also pass auf. Was auch immer. Was ein arroganter Fatzke. Ignoriere ihn einfach. Er weiß, dass du besser bist. Also, halte ihn im Rennen auf Abstand. Wenn er auf Tuchfühlung geht, gewinnt er. Klar? Komm, die Presse wartet. Immerhin haben wir einen loyalen Teamkameraden, muss man sagen.